Hallo. Nein, Sebastian wird heute nicht zu euch sprechen, dafür spreche ich heute wieder zu euch. Hallo und herzlich willkommen aus Barcelona. Ich sollte es richtig betonen, wurde ich gerade nochmal gesagt. Zum neuen Audi A8. Lange wurde er angeteasert, er wurde spekuliert, alles mögliche. Jetzt ist alles raus und wir gehen mal Stück um Stück einfach ums Auto rum. Ich zeige euch ein bisschen was, erkläre euch ein bisschen was. Kommt einfach mit, noch nicht gleich abschalten, jetzt kommt gleich mehr. Der Audi Single Frame, der schon seit mehreren Jahren bei Audi Einzug gehalten hat. Beim neuen Audi A8 ähnelt er zumindest von der Grundstruktur so ein bisschen dem Audi Q7. Und mit dem Audi Q7 hat ja auch so ein bisschen das neue Markengesicht von Audi Einzug gehalten. Was jetzt hier natürlich beim neuen Audi A8 natürlich nochmal schärfer ist. Es ist flacher und es soll markanter sein. Es soll mehr Premium sein und eben mehr in die Richtung Zukunft gehen. Und das sehen wir jetzt eben hier. Wir haben an der Front LED-Matrix-Scheinwerfer, die sogar Tageslicht simulieren, die eine eigene Lichtsignatur haben und die sogar ein kleines Lichtspielchen beim Auf- und Zuschließen haben. Dasselbe haben wir dann auch hinten, das zeige ich euch aber gleich. Aber bevor wir jetzt weitergehen zum Heck, nochmal die Front hier. Hier sieht man jetzt nochmal wirklich diesen doch sehr massiven Kühlergrill, Single Frame, wie man ihn auch immer nennen kann. Also Audi nennt ihn ja schon Single Frame. Hier vorne sind noch einige Sensoren eingebaut, wo man schon mal so ein bisschen auf das Umfeld des A8 drauf zu sprechen kommen kann, weil Audi hat jetzt hier Audi AI mit integriert. Da haben wir auch im Innenraum eine Taste, wo auch mit der Zeit einige Funktionen freigeschaltet werden. Was aktuell schon freigeschaltet ist, ist der Stauassistent. Das heißt, bis 60 km/h kann das Auto völlig autonom, das heißt, ich muss meine Füße nicht benutzen, ich muss meine Hände nicht benutzen, autonom in den baulichen Bedingungen und der vor allen Dingen Ländervorschriften fahren. Jetzt sind wir mal von vorne ans Heck gegangen und hier haben wir eine ganz spezifisch eigene Lichtskulptur, möchte ich fast sagen, für den Audi A8. Die Technik, die hier drin verbaut ist, ist dem gleich aus dem Audi TTS, nämlich OLED. Man wollte damit einfach so ein leicht dreidimensionales Bild erzeugen und natürlich soll natürlich jeder vom Weiten gleich den Audi A8 erkennen. Ähnlich wie vorne, wenn das Auto auf- oder zugeschlossen wird, wird hier eine Art Lichtspiel eingeblendet, das heißt, es erkennt spätestens in 2-3 Jahren jeder auch von hinten, dass das ein Audi A8 ist. Eine Diskussion, die beim Audi SQ5 angeregt worden ist, ist, dass man keine Auspuff-Endrohre, zumindest echte, sieht. Beim A8 ist das ähnlich. Wir haben hier angedeutete Endrohre mit einer Chromleiste. Naja, wirklich Endrohre sind nicht. Wenn wir uns dann aber mal hier runter begnügen, dann kommen hier die echten Endrohre raus. Und das scheint es wohl eine neue Designsprache bei Audi zu sein. Muss man mögen. Das ist dann eher eine Entscheidungsfrage. Die Frage ist doch aber eher, ob es dann beim Audi S8 dann wirklich mal echte Endrohre wieder hinten raus gibt. Wenn wir uns jetzt mal die Seitenlinie vom neuen Audi A8 anschauen, sieht man, dass sie insgesamt sehr coupéhafte Form hat. Sie haben das Dach ein bisschen runtergenommen, aber man soll trotzdem mehr Kopffreiheit haben. Das probieren wir aber gleich aus. Was natürlich der Vorteil ist, wenn das Dach abgesenkt wird, dass das Schwergewicht oder beziehungsweise der Schwerpunkt auch nach unten wandert, was natürlich auch für ein wesentlich besseres Handling sorgt. Aber das kann ich euch leider sagen, wenn ich das Ding mal unter dem Popometer hatte. So, nun sitzen wir endlich mal drin in so einem neuen A8. Erster Eindruck ist extrem futuristisch, aber man fühlt sich trotzdem wohl. Man hat so ein gewisses Wohlfühl-Kuschelgefühl, so würde ich es mal beschreiben. Wenn wir jetzt mal hier anfangen mit dem Lenkrad, das sieht schon extrem futuristisch aus. Das ist irgendwie überhaupt nicht mehr so Audi-typisch. Das zeigt definitiv schon die Zukunft. Dann haben wir hier natürlich auch das Audi Virtual Cockpit. Und im A8, wenn man sich das mal hier genauer anschaut, ist das verdammt scharf. Also man kann das nicht mit den A4-Modellen oder im TT vergleichen. Das ist nochmal ein Stückchen schärfer und knapp, so habe ich mir sagen lassen, unterhalb von Retina-Qualität. Die Bedienung hier ist alles auf Touch mittlerweile ausgerichtet. Also wir haben hier oben ein großes Panel. Wir haben kein ausfahrbares Panel mehr, was ja von euch immer so kritisiert worden ist in den Reviews. Wir haben hier nochmal ein zweites Panel, was man angeblich aufgrund der Größe der Eigens blind bedienen kann. Hier oben auf dem Panel werden dann Sachen angezeigt, die man vielleicht schon mal sehen muss. Navi oder irgendwelche Fahrzeugdaten oder Einstellungen.
Dann haben wir hier auch wieder den sehr futuristischen Schallkraft. Das ist nicht derselbe wie im Q7. Das ist wieder ein eigener, nur für den A8. Sehr, sehr flach, das sieht schön aus. Das gerade mal hier ausprobiert. Wir haben hier mal den Lichtschalter. Da können wir einmal die Lüftungsdüsen anmachen. Das ist wie beim iPhone 7 wie TouchForce, so fühlt sich das an. Das sind zwar Tasten, aber sie geben halt kein haptisches Feedback, sondern nur auf den Druck und ich kriege dann sozusagen dort eine Rückmeldung. Das fühlt sich echt gut an. Also das haben die Audi-Ingenieure gut gelöst und es fühlt sich gut an. Wirklich, das ist nicht so irgendwie so eine halb durchdachte Lösung, sondern wir bieten das an, sondern es funktioniert. Ich kann damit den ganzen Tag rumspielen. Was der neue Audi A auch kann, ist Schlaglöcher voraussehen. Jetzt werden wahrscheinlich einige meinen, die Stuttgarter Kollegen hatten das ja auch schon. Okay, aber Audi geht nochmal eine ganze Riege weiter. Und zwar mit einer Frontkamera wird erkannt, ob die Straße Unebenheiten hat oder Schlaglöcher. Und kann dann fast auf den Millimeter genau eben den Stoßdämpfer Bescheid geben, ah okay, da muss ein bisschen mehr federn, weniger federn. Das soll zumindest ein Fahrgefühl wie, ich würde es mal beschreiben, auf fliegenden Teppich dann einen bescheren. Oder wie in dem Trailer ausschnitt angekündigt, das kleine Kind hat in der Mittelkonsole die Cola stehen und die verschwappert nicht, obwohl das Auto durch den Schlagloch fährt. Ich bin gespannt nachher in der Praxis, wie das funktionieren wird. Zum Start des neuen Audi A8 wird es ihn mit zwei V6 Motoren geben. Einmal als Diesel und einmal als Benziner. Im späteren Verlauf dann kommt auch noch ein V8 Diesel und zu guter Letzt, jetzt kommt noch mal ein kleiner Funfact, kommt auch noch der W12. Warum aber W12 und nicht V12? Und zwar kommt man ein Stück ran hier. Hier sieht man ganz schön die Zylinderanordnung hier drin. Dass es im Prinzip nicht in Reihe die Zylinder sind, sondern leicht versetzt. Das hängt einfach bauformtechnisch zusammen, dass der Motor damit nicht sehr nach hinten gestreckt werden muss, sondern dass der Motor im Prinzip sehr kompakt gebaut werden kann. Und zu guter Letzt, was kostet denn so ein Audi A8? Zumindest in der kurzen Variante sind das 90.600 €. Der A8L, sprich die lange Variante, startet bei 94.100 €. Marktstart wird hier Herbst 2017 genannt. Das war's auch schon von mir zum neuen Audi A8. Wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne mal ein paar andere Videos an, lasst einen Kommentar, vielleicht auch einen Daumen nach oben. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus.